Du bist so eine Ermutigerin. Das ist, ja, es ist genau das, was ich unter erwachte Beziehung verstehe. Und ja, habe noch so die Frage, gibt's noch irgendeinen letzten Satz für die Zuschauer von dir? Und gibt's noch irgendwas, was du da lassen möchtest? Ja, es gibt noch ein paar Sätze, die ich sagen möchte, weil ich kriege das immer mit von den Frauen, habe mehrere Frauengruppen und ein großes Thema ist auch die Sexualität. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig, denn das gehört dazu. Und das ist auch sehr verdreht worden. Und Frauen dann ungefähr ab meinem Alter haben dann plötzlich keine Lust mehr auf Sexualität und ja, vielleicht können wir es auch ganz weglassen, ist ja nicht so wichtig und so, weil sie einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, auch Missbrauchserfahrungen. Ich kenne keine Frau, die nicht in irgendeiner Art und Weise Missbrauch erlebt hat. Sei es in ihrer Geburt oder schon in ihrer Kindheit oder dann im Teenageralter, weil sie gedacht hat, sie muss das ja mitmachen. Und so weiter und so weiter. Da ist so viel Schmerz, da ist so viel Verdrehung geschehen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, das zur erwachten Beziehung gehört, dass wir wieder als Mann und Frau heilige Sexualität leben. Denn bei den Urvölkern, da wurde diese heilige Sexualität gelebt. Und es ging nicht nur um Kinder machen. Weißt du, es ging darum, wenn wir Mann und Frau in unserer voll aktivierten Kraft uns vereinigen, dann kann wirklich spiritueller Aufstieg entstehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und auch da ist es wichtig, dass wir wirklich hinschauen, dass Frau ihre tiefen Wunden heilt und der Mann genauso. Und ich spreche ganz oft von der Schoßraumkraft. Und unser Schoßraum, wir denken dann immer an Gebärmutter. Aber es geht sehr weit darüber hinaus, denn wir haben alle den energetischen, den spirituellen Schoßraum, auch Männer. Und wie gesagt, egal ob wir Gebärmutter haben oder nicht, unser Schoßraum, das ist unser Schöpfungszentrum, das ist Sitz unserer Schöpferkraft. Und das heißt, klar, die Gebärmutter manifestiert das körperlich, indem auch aus der Vereinigung von Mann, männlicher und weiblicher Energie ein komplettes Wesen entsteht, das aus uns herausgeboren wird. Aber wir haben ja eben auch, wie gesagt, diese energetische Schoßraum-Schöpferkraft in uns. Und die ist dafür da, dass wir unsere Bestimmung in die Welt gebären, dass wir unsere Gaben in die Welt gebären, unsere Visionen, unsere Träume der neuen Zeit in die Welt gebären. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Schoßraumkraft Mann und Frau wieder in uns aktivieren. Und dazu gehört natürlich auch, die alten Wunden zu heilen. Und unser Schoßraum, der hat nicht nur die Schöpferkraft, der hat auch die Kraft, die Umgebung zu reinigen. Das heißt, wir haben so viel Müll in unserem Schoßraum, Männer auch. Wir nehmen Energien von Partnern, Partnerinnen auf. Wir haben dort die Energien unserer Ahnen, den Schmerz der Ahnen, was sie erlebt haben an Schmerz, an Missbrauch, an Kriegen und so weiter. Das muss alles gelöst werden. Jetzt in dieser Zeit des Wandels ist es unsere Aufgabe, auch diesen Schmerz zu heilen, damit die Schoßraumkraft, die Schöpferkraft in uns wieder frei fließen kann. Und dabei können sich Mann und Frau natürlich auch wunderbar unterstützen, indem sie sich vollkommen füreinander öffnen, indem sie wieder die Heiligkeit ihrer Schöße erkennen. Das heißt, ich den Schoß meines Mannes und auch meines Schoßes und genauso mein Mann, meinen Schoß und seinen eigenen Schoß. Und wenn wir uns in dieser Erkennung des Heiligen wieder vereinigen, weißt du, uns ganz neu begegnen, fernab von dem, was wir im Fernsehen oder in irgendwelchen Zeitungen über Sexualität gelernt haben, sondern wirklich dieses neue Begegnen in der Heiligkeit, dann entsteht so viel Heilung. Also ich kann das ganz klar sagen, dass auch ich habe ja tiefen Missbrauch erlebt, auch in meiner ersten Geburt. Und mein Mann hat mich so unterstützt bei der Heilung meines Schoßraums, weil er von Anfang an die Heiligkeit meines Schoßes erkannt hat. Das hat er mir schon so oft gesagt, dass er, als er mich das erste Mal gesehen hat, hat er das Leuchten meines Schoßes gesehen. Ich habe es in dem Moment überhaupt gar nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mal mehr gespürt. Er hat es gesehen. Und er hat immer diese Heiligkeit in mir anerkannt und verehrt und geliebt. Und
das hat mir so sehr geholfen, all diese Missbrauchswunden, die ich hatte, zu heilen. Und darum geht es, das wieder zu erkennen. Dann können wir auch wieder eine erfüllte Sexualität leben. Und auch das gehört einfach dazu. Das unterstützt Mann und Frau in der Schöpferkraft. Und wie gesagt, wir müssen alles vergessen. Vergiss alles, was du gelernt hast über Beziehungen, über Sexualität. Vergiss es einfach. Vergiss es und beginne in dir selbst. Beginne dich selbst zu lieben, dich selbst zu respektieren, wieder in Verbindung mit deinem Schoß, mit deiner Schöpferkraft zu kommen. Und genauso in dieser Offenheit, in dieser Liebe zu dir selbst, begegnest du dann deinem Partner, deiner Partnerin. Und dann entsteht wirklich wieder diese Einheit von Mann und Frau, wie sie ursprünglich gedacht ist.